Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit Far Cry New Dawn und dem zweiten Teil unserer Expedition. Oh, wir haben noch einen Brief, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Was? Hier ist ein Brief. Du und ich, wir beide, wir sind gute Partner, was? So, und dann geht's jetzt weiter. Und wir holen uns heute. Oder sollen wir nochmal den Flugzeugträger machen? Nee, wir machen jetzt die Navajo Bridge, oder? Einmal zwar auf 2 durch und dann auf 3 weiter. Oder willst du jetzt nochmal mit dir. Willst du jetzt nochmal den Flugzeugträger auf 3 machen? Nee. Ich würde jetzt direkt die nächste machen auf 2. Ja. Das war eine Abwechslung da drin. Richtig. Ja, gut, bei den Außenposten haben wir sie ja auch alle so. Ja, gut, das stimmt. Er ist auf 2 und auf 3 gemacht. Da haben wir sie auch direkt alle auf 3 geblendet, das stimmt allerdings. Aber da ist die Fahrerei auch größer. Da müssten wir eigentlich auch mal wieder ein paar spielen, Außenposten, damit du mal ein paar Skillpunkte bekommst. Navajo Bridge, Teil 2. Okay, sobald du das Paket hast, sage ich dir, wo wir uns treffen. Away, hol sie dir, Levin. Zack. So, da haben wir inne. Da hinten ist noch inne. Eine Tünnis. Die stehen da alle rum. So, den hole ich mir jetzt von hier, 120 Meter, mit dem Bogen. Ich bin 120 Meter sind zu weit. Ah, hau mal bitte fest. Ich höre die Schlange. Zu weit weg. Ich glaube, man kann den erwischen von hier aus. Pass auf, Schlange. Tot. Jawohl, da habe ich den Tünnis erwischt. Ich habe hier links auch. Ich wollte ja links welche vergessen. Auf den weiten Tünnis spezialisiert. Na, alles gut, ich habe jetzt gerade wieder 2 geholt. Ich schieße dir natürlich nur die Maske vom Kopf. Ich werde entdeckt. Wurde entdeckt, verdammt. Und wo denn? Das war nicht gut. Nein, das war gar nicht gut. Der Nachschub kommt hier hinter mir. Ei, ei, ei. Ich bin überfahren worden. Ja, ich hab das Paket. Ja, ich bin überfahren. Ich lieg hier rum. Ich liege hinter dem Auto. Ich komme erst gleich. Oh. Das Paket ist auf dem Weg! Seid alle auf der Hut!
so ein Typ mit der Schrotflinte über der. Ist gut. Fünf Vorteilspunkte halten. Echt? Nice. Ah, da oben bist du. Naja, ich hab mit Sägeblatt Skills. Habt ihr da einen Typen? Den gelben? Das ist ein Heli. Komm, komm. Oh, der Flug. Kein Sprengfall mehr. Und dringend einkaufen jetzt. Let's go to the mall. Oh, Leute, es zieht euch ja passend an, wenn ihr rausgeht bei dem Wetter. Ja, kenne ich. Ja. Weil ich sitze auf dem Fahrrad, ich muss 10 Kilometer zur Arbeit fahren mit dem Fahrrad, weißt du? Und sitze dann bei dem Wetter am Fahrrad, zieht warm an, weil es ja kalt morgens früh, fährt los. Ja. Bei der Hälfte der Strecke bist du voll nass geschwitzt und voll warm und dann machst du auf und dann und dann ist es kalt und Ja. Ja. Aber was tut man nicht alles für die Umwelt? Ja, stimmt wohl. Gut. Dann weiter. Lass mich Munition kaufen. So, die Frage ist, wie kann ich immer Munition kaufen? Nur sind nebenbei, ich bin so lange raus aus dem Spiel. An der Werkbank. Ah.
Ich dachte, ich könnte jetzt aus dem Menü raus. Dann habe ich das auch jetzt erledigt. Da komme ich jetzt wieder nach hinten und mache weiter mit dem nächsten Teil der Expedition. Ich komme immer auf ihre Experimente. So, dann geht's weiter heute mit dem Five Stars Freizeitpark, Teil 2. In den nächsten Folgen machen wir erstmal nur ein bisschen Expedition, damit wir die auch immer mal durchbekommen. Außerdem kriegen wir dadurch Ressourcen, die du brauchst, um deine Waffen aufzubessern. Hm. Also ich auch, aber ich habe meine schon mal aufgebessert. Ja, und dann sollten wir echt mal an deinen Skillpunkten tun, damit ich auch mal hochgehe, damit du vor allen Dingen die Innenfähigkeiten endlich mal lernen kannst. Liebe Zuschauer, falls ihr das Spiel selber noch nicht spielt, aber irgendwann mal spielt, behaltet gut was an Talentpunkten. Ich wollte dem Kev das nicht sagen, die ganze Zeit, dass der so viel behalten soll. Ich habe es immer ein bisschen versucht, aber weil ich nicht spoilern wollte, aber behaltet einen ganzen Teil, damit ihr die Innenfähigkeiten skillen könnt. Okay. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Step by Step. Ja, eine. Wir hetzen uns nicht. Ah ja. Ja, ich wusste halt bei meinem Spiel auch nicht, ich hatte die auch alle ausgegeben. Und dann habe ich auf einmal die Innenfähigkeiten bekommen. Na, unten. Okay. Vorsicht, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Die AUMN werden ihm überall ihn folgen. Bonne Chance. Wo ist denn der Rauch? Rechts. Scheiße, falsche Waffe. Da läuft einer. Gut, da hat er gerade rumgebracht. Scheiße, ich wollte helfen um mich. Down. Test the Unicorn. Ich weiß, ich sehe es schon. ich geb dir. Ah, hier. Ja, geh mal hier auf den Sack mit dem. Mit der scheiß Schrotflinte da. Heini. Stirb. Entgegenwerfen. Na, klar. Ja. Da sind die halt, ne? Die Highwaymen. Komm noch Gegner. Das Paket. Mir klar. Müssen wir schnell verschwinden. Die Highwaymen werden dich weiter angreifen, koste was es wolle.
da. Ich auch, ich komme jetzt hinter dir. Hier hoch. Wir haben nur 49 Sekunden. Die Highway, man, ja. Oh. Jetzt war ich halt übermütig, jetzt hätte ich fast geschaut. War was Gelbes mit drin in dem Jeep? Ja, ein Vollstrecker. Ich setze hier zur Landung an. Verschwinden wir von hier. Angriff ist der Korlis, ich werde getroffen. Dein Abflug rein, ich bin schon drin. Abflug. Na, das war ganz schön knapp. Du bist ein irrer Hund, weißt du das? Gut, dass du auf unserer Seite bist. Ah, sehr schön. Ulala, wie Roger immer so schön sagt. Gut. Das war jetzt bei dem ja auch Nummer 2, ne? Glaube ich, meine Flasche Wasser mit dem Aspirin drin. Die ganze Flasche Wasser voll Aspirin. Gut, gucken wir gerade mal auf die ins Logbuch, genau, dann haben wir das auch soweit. Die haben wir auf 2, genau. Dann machen wir in der nächsten Folge mit der Insel Alcatraz und mit dem Wrack des Regierungsflugzeugs weiter. Und dann in der übernächsten Folge mit der Abschussstelle ISS und des Kernkraftwerks. Und dann gehen wir das Ganze noch einmal durch und dann sind wir damit auch durch. Dann haben wir nämlich alle Expeditionen auf Stufe 3 auch. So, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.